Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Studio 1 zusammen mit den Außenstudios 5, 7 und 8. Also wir sind mal wieder auch mit Remote natürlich dabei hier bei den alten Männern. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass alte Männer ein Ehrentitel ist. Und weder eine Bezeichnung unseres Alters noch unseres zwingenden, unserer geschlechtlichen Zugehörigkeit. Wir haben den alten Mann Björn, den alten Mann Jan Schmid und den alten Mann Jan. Fühlt ihr euch alt? Hi. Hi. Ja. Oh, ich sehe schon. Also auf jeden Fall total schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid und uns hier dabei zugucken wollt, wie wir uns durch alle möglichen Spielsysteme aus den 80ern arbeiten. Wir haben ja schon eine ganze Menge geschafft und wir haben uns gerade drüber unterhalten, was machen wir eigentlich so die nächste Zeit, und dabei haben wir uns mal angesehen, was haben wir noch so alles vor uns. Also man kann nur sagen, you ain't seen nothing yet. Da kommt noch echt viel. Und da sind auch noch so ein paar echte Highlights dabei. Also sowohl in die Richtung von, boah, das kennt jeder, da kann jeder mitreden, als auch, ihr dachtet, Skyrams wäre seltsam? Ha, lol, da geht noch was. Da können wir noch einen draufsetzen. Heute würde ich sagen, haben wir so etwas von der Sorte so dazwischen. So, viele werden es wahrscheinlich namentlich kennen. Also alle, die aus einer gewissen Altersrollenspielerklasse kommen, haben das bestimmt mal gehört, systemtechnisch. Und ich bin mir auch genauso sicher, die allerwenigsten haben es jemals gespielt. Aber da werden wir gleich drauf eingehen, weil wir reden heute über Jan Schmid, halt es hoch. Hoi! Hoi! Bushido! Ja. Ah, das wird großartig. Aber vorher haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, weil zum einen haben wir letztes Mal den Frosch geschlachtet, klingt so falsch, also geleert. Wir haben den Frosch geleert und der Frosch hat ja ganz stolz Geld von sich gegeben und das Geld haben wir inzwischen auch tatsächlich an Bärenherz gespendet. Also, und deswegen müssen wir den Frosch wieder füllen, und ich finde das auch total geil, dass ihr daran gedacht habt, dass wir den Frosch wieder füllen müssen, und wir haben Dinge bekommen. Unter anderem, Jan Schmid, du hast es geschafft, mal wieder an deinem Arbeitsplatz vorbeizuschauen. Das freut uns aus mehreren Gründen. Unter anderem, weil du jetzt die Möglichkeit hattest, dein Geschenk abzuholen. Ja, ich habe es auch schon ausgepackt. Oh, oh. Es ist diese wunderschöne D20 mit einer Schmiede darin. Alter. Wow. Eine Schmiedeesse. Wie groß ist der denn? Mama. Naja, also ich habe keine so kleinen Hände. Krass. Man hat also eine ungefähre Vorstellung. Okay, wow. Also im Prankenvergleich gar nicht schlecht, muss man sagen. Ja, also der ist so, dass er nicht unter den Tisch nicht unter das Sofa rollt, weil er nicht drunter passt. Wahrscheinlich schlägt er dir bei dem, wie ich gemerkt habe, wie schwer der ist, wahrscheinlich auch vorher ein Loch in den Boden, wenn du den auf den Boden fallen lässt. Also soweit. Ja, könnte durchaus sein. Also der macht wie 20 Schaden. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, vor allem die Kanten sehen noch recht scharf aus. Also. Ja. Das liegt nur daran, dass der Jan Schmid dahinter ist. Okay, gut, also von da. Vielen herzlichen Dank an die Rabenmama. Danke an die Rabenmama. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Die Vorlage war zu gut. Also, falls ich heute ein ganz klein bisschen seltsam rüberkomme, da müssen wir durch. Also, ich habe hier jetzt noch eine weitere riesige Box. Und die werde ich mir jetzt mal ganz kurz. Oh. Alles klar. So, Leute. Ich nehme die mal zur Seite, damit man auch sieht, was da rauskommt. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht reingekocht. Ob wir heute noch zum Bushido Verpackungsmaterial. Na, schauen wir mal. Mehr Verpackungsmaterial. Noch mehr Verpackungsmaterial. Ich dachte, das wäre alte Männer und nicht. Das ist Verpackungsmaterial, das Sammelspiel. Wow. Alter! Buck Rogers! Da hatten wir doch erst drüber gesprochen, Jan, oder? Ja. Ja, Himmelhilf. Oh. Nein! Krass! Super! Das ist ja Hammer, das ist ja höchst antiquarisch. Ja? Wow. Die guten alten Drachenland-Dinger. Das war wirklich die ganz ersten Auflagen noch. Mhm.
Das geht noch einen Moment so weiter, du. Wahnsinn. Ich habe noch die 5. Aha. Die 6. Die 6 hatte ich. Die hatte ich ja auch. 5 hatte ich, glaube ich, auch noch. Ein oder zwei. Zum Thema. Jawohl. Ja, Alter. Das gab's auf Deutsch? Das gab's auf Deutsch, ja. Das gab's und auf Deutsch, ja. Wie immer mit einer nicht vollendeten Kampagne. Oh, das war auch klassisch. Spät, das ist das auf Deutsch gab. So Dinge kennt ihr auch, ne? Die Ordner, ja, in denen man seine Einzelteile sammelt, gehört auch zu Buck Rogers. Und und man sollte unbedingt dokumentenechte Folien nehmen. Und ein Brief. Ich muss mich ein größer Brief machen. Das ist okay, wir sehen alles Wichtige. Also, das Paket ist vom Rainer. Danke dir, Rainer. Hallo Markus, endlich habe ich es geschafft und habe die versprochenen Rollenspielbücher und einige andere von meinem Speicher gewühlt und an euch verschickt. Ich hoffe, ihr könnt alles gebrauchen. Alter, und wie? Alter, müssen wir gleich nochmal drüber reden, das ist großartig. Das Buck Rogers Rollenspiel hat seinen Charme gerade aus seinem selbst für seine Entstehungszeit nostalgischen Flair. Ja, das hat es. Das Material ist hochwertig, besonders die Karten und so weiter. Leider fehlen einige Sachen, die ich verliehen hatte und nicht mehr zurückbekam. Aber das Problem kennen wir ja alle. Oh ja. Wer von euch kennt das nicht? Okay, so, das haben wir geklärt. Ich hoffe, dass ihr die alten Männer noch lange durchzieht. Ich schaue es mir immer wieder gerne an. Leider schaffe ich nicht zu den Zeiten, wenn es live läuft, aber ich schaue es immer nach. Sehr löblich. Ich habe noch das Buck Rogers Brettspiel dazu gepackt. Ja? Ja. Vielleicht kommt ihr mal bei Ulysses Plötz Spiele dazu. Alter, natürlich kommen wir da aber mal dazu. Von. Das war sowieso geplant. Da bin ich mir sicher. Ach, wie schön. Viele Grüße und bleibt gesund. Liebe Grüße zurück, lieber Rainer. Und dafür füttern wir den. Jetzt wird's schwer. Na, egal. Ich schmeiß ihn nicht runter. Wir füttern den Frosch. Hallo, ich bin der Frosch. Egal, also ich sollte damit echt aufhören. Ja. Drogen sind nicht gesund für mich. Das sieht wackelig aus. Warum? Der Frosch guckt auch sehr zerknirscht. Wir haben den Frosch ja geleert. Das heißt, der sieht nur so schwer aus. Der ist eigentlich ganz leicht. So. Und auf jeden Fall füttern wir auch wieder den Frosch. Und weil das wirklich so unfassbar viel geiles Zeug ist, füttere ich den Frosch direkt doppelt. Und wir haben eine gute Grundlage. Wie wir wissen, müssen Frösche ja möglichst gut gemästet werden. Der Mastfrosch. Das heißt, das ist ein... Das klingt auch auf vielen Ebenen falsch, Jan Schmid. Aber oh. Lieben Dank nochmal. So, jetzt ganz kurz, bevor wir weitermachen und uns auf Bushido stürzen. Wer von euch kennt das Buck Rogers Rollenspiel? Meinst du mit mal gesehen? Ja. Okay, mal gesehen haben wir das alle. Wer von euch hat's mal gelesen? Wer von euch hat's mal gespielt? Ach, das kann man auch spielen. Das ist eines dieser Spiele, von denen ich glaube, dass... Da können wir so unglaublich viel zu erzählen. Das wird so witzig. Das müssen wir dann auch irgendwann tatsächlich mal in den Stream packen. Mann, habe ich da Erinnerungen dran an meine Zeit von WDS. Das gehört zu dieser Sorte Sachen. Möchtest du ein Buck Rogers Supplement? Nee, habt ihr vielleicht noch Sauerbier? Das wäre mir lieber. Das finde ich aber, also gut, machen wir dann. Weil Buck Rogers ist ja, das ist ja schon in sich eine Persiflage sozusagen geworden. Und also das ist sozusagen die Persiflage. Der Persiflage wird immer absurder. Das ist schon sehr abgefahren, ja. Und hier. Du hast ähnliche Dinge da zu Skyrims of Jerun erzählt. Nee, das war keine Persiflage. Das war total ernst gemeint. Ich meinte, wäre das mit dem Verkaufen wie Sauer. Ach so, mit dem Verkaufen, ja gut. Es gab, das muss man schon sagen, es gab einfach eine Menge Rollenspiele in den 80ern. Und dieses Eintrittshindernis, ein Rollenspiel zu machen, war nicht zu wissen, was man tut. Touché, ja, absolut. Also, ja. Das ist echt erstaunlich, wenn man sich damit mal beschäftigt, wie viel es in der Zeit gab, ne? Also trotz der Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite war damals natürlich einfach auch die Notwendigkeit, Produkte abzuliefern, die man heute als Qualitätsprodukte bezeichnen wollen würde, damals nicht unbedingt so zwingend. Mhm. Ja.
Ja, es war ein bisschen Wild West. Also einfach mit, man schmeißt irgendwas auf den Markt und mal gucken, ob es funktioniert. Und witzigerweise hatten wir dann ja 20 Jahre später nochmal so eine Situation im Markt. Aber ach, da kommen wir noch zu. Ach Gott, wir haben noch zu. Also dann in ungefähr 50 Jahren. Mal gucken, ob wir es schaffen, irgendwie ansatzweise durch unsere ganzen Rollenspielsachen durchzukommen, bevor wir bei Rentner reden über alte Spiele ankommen. Das wird bestimmt spannend. Ja, hier, das haben wir ja jetzt, da werden wir nachher noch bei Unearthed näher drauf eingehen. Warhammer Fantasy, erste Edition, wobei das hier tatsächlich die deutsche Version schon auf der überarbeiteten ersten Edition beruht, also sprich auf der Softcover-Edition. Genau. Also auf der originären Hardcover. Aber er auch deutlich später kam, also dann, wann war das? Welches Jahr? Das ist schon 90er. Das 90er. Ja, tief in den 90ern, 97. Ja. Kurz vor nee, Bright Future. Ja, Bright Future, genau. Aber das sind auch genau die alten Bilder. Oh, ich krieg gerade Nostalgie-Flash. Okay, das muss ich zur Seite legen. Also, lieben Dank, das gehört zu den Sachen, die mir tatsächlich noch komplett fehlen. Ich habe da immer mit der englischen Edition gespielt. Ich hatte zwar zwei deutsche Erweiterungsbände, nämlich die für Der innere Feind, bis das ja nicht weitergeführt wurde von Verlag Schwarzes Einhorn. Ich glaube, die ist nie auf Deutsch bisher fertig gemacht worden irgendwie. Das ist tatsächlich. Eigentlich ist auch auf Englisch aus meiner Sicht nie fertiggestellt worden, aber das ist. Wollte ich gerade sagen, also die Fertigstellung hat ja auch im Englischen durchaus Hindernisse gehabt, wie wir schon gehört haben. Das stimmt, ja. Genau, Drachenland, Teil 1 bis 6. Egal. Also auf jeden Fall eine ganze Menge von den ganzen alten Drachenland-Sachen. Das ist auch was, da müssen wir mal in einer ganz eigenen Folge drauf eingehen. Drachenland. Auf das jeden wird, Fall, ja. Das wird großartig. Wer von euch hat das mal gespielt? Ich glaube einmal. Ich bin also ich ganz habe, vage ich im Hintergrund. Kannst du es mal rumdrehen? Gibt es auf der Rückseite eine Abbildung? Ja. Viel Plastik. Okay, ja, viele kleine Plastikraumschiffe. Ja, genau. Also in Wahrheit ist es wirklich, glaube ich, man verrät über das Spiel nicht so viel, wenn man sagt, es ist mehr oder weniger Kopie von Axis and Allies in Space. Genau. Ja. Also wir haben das relativ viel gespielt, ich habe das auch, und es ist so, ja, ganz nett, ja. Kann man spielen. Absolut, also ich bin da voll bei dir. Es hat einen Vorteil im Vergleich zu Axis, dass du halt nicht von Anfang an weißt, welche Rolle du in dem Spiel übernimmst. Also, weil du kriegst ja mehr oder weniger wahllos deine Sachen und dann geht's ins Gekloppe. Das ist ein schönes Spiel, also muss man wirklich sagen. Für die damalige Zeit herausragend, allein aufgrund seiner Größe und des Plastikinhalts. Also heute ist das natürlich ganz normal, das sieht aus wie ein durchschnittliches Familienspiel. Für die damalige Zeit war das schon eher... Wow, Alter! Groß, viel Zeug drin und überhaupt, also... Ja, das ist große Boxen. 88, ja, also... Mhm. Damals hat niemand außer Hasbro sowas rausgebracht. Und dann TSA, genau einmal. Ja, bei dieses Drachenlanze Brettspiel war noch in einer ähnlichen Liga, sag ich mal. Ja, aber da kommen wir ein andermal zu. Komm, hier, die Zeit läuft uns davon. Wir wollten eigentlich ganz anders reden. Also nochmal vielen herzlichen Dank und jetzt sind wir wirklich im Thema. So mehr oder weniger. Genau. Jan Schmid, über was reden wir heute? Kombara, Markus Sander. Lass mich, unwürdige Sandan, dich teilhaben an meinem Wissen von Bushido. Bushido! Hi! Bushido. Es freut mich sehr, dass Björn-san und Jan-san auch sich an dem Austausch unserer Gedanken beteiligen. Bushido. Der Weg des Kriegers. Beschreibt den Ehrenkodex und die Leitlinien des Kriegers. Man könnte es also gut vergleichen mit dem Ehrenkodex eines europäischen Ritters. Und ich gehe davon aus, dass es genauso viel eingehalten wurde wie von den Rittern in Europa, die Ritterlichkeit. Was? Gar keinen Fall. Also mein Bild aus den 80ern, wo das spielt, war, dass Samurai definitiv sich immer an alles gehalten haben. Genauso wie, dass man Ninjas nicht sehen konnte.
Ja, aber in dem Alter hast du auch noch dran geglaubt, dass Ritter sich an alles gehalten haben. Das mit den Raubrittern und so weiter hast du dann auch erst später gelernt. Ja. Da bin ich ganz sicher. Aber okay, ich höre mir das weiter an. Also, tatsächlich nimmt Bushido seinen Namen eben von diesem irren Weg, dem Weg des Kriegers, und ist ein Rollenspiel, was in einem Fantasy quasi historischen Japan in Anführungszeichen spielt. Das ist nicht Japan, sie nennen es Nippon, also das Land der aufgehenden Sonne. Und bauen da Charaktere, die in dieser Welt spielen sollen. Sie versuchen, möglichst die Ehrengeschichten der Welt irgendwie in das Spiel zu kriegen, allerdings mit sehr komplexen mathematischen Formeln. Klassiker seiner Zeit. Ja. Zurück in die 80er. Rechnen. Also, es beginnt damit, dass man würfelt, in welchem Stand man geboren ist. Und dann wählt man eine Profession. Dann ist eigentlich schon relativ... Ganz kurz einhalten. Ja? Also, in welchem Stand man geboren ist, würfeln, hört sich so harmlos an. Ja, ja. Das war, also... Das hat das gesamte Spiel definiert im Prinzip hinten dran. Ja, weil je nachdem, also weil es ja eine extrem hierarchische Gesellschaft ist, und je nachdem warst du halt total am Arsch. Oder es ging halt noch was. Es ging halt noch was, auch schön. Ja. Also, sie machen es auch so, dass man wirklich alles spielen kann, mehr oder weniger in diese Gesellschaft. Also vom Samurai über den Yakuza, also quasi ein Mafia-Mitglied, bis hin zum Ninja, der also zu irgendeinem Ninja-Clan gehört. Du kannst geboren sein als Leichenwäscher quasi, vom Stand her. Dann hast du auch nie eine Chance, irgendwie groß was zu werden. Und diese eine Würfelwurf bestimmt quasi, aus was du überhaupt aussuchen kannst, was du werden möchtest. Und das, was du dann werden kannst, ist eigentlich noch einschränkender. Und dann fängst du halt an, kannst du als Werte verteilen, hast Attribute, von den Attributen abgeleitete Fertigkeiten, so Klettern, Prügeln, Schwimmen, sowas. Und dann kriegst du Skills. Also sie haben ein sehr ausgeklügeltes Skillsystem. Aber das wirklich Wichtige sind eigentlich immer nur die Kampfskills. Und unglaublich aufwendig geführte Listen, welche Schriftzeichen du wie gut lesen kannst aufgrund von deinem Stand und deiner Ausbildung. Weil es gibt ja mindestens drei verschiedene Alphabete, die jeweils nach Rang unterschiedlich benutzt werden. Entsprechend gibt es einfach Alphabete, die du als normaler Bauer nie lesen kannst. Insofern kriegst du die Informationen auch nicht. Also jetzt nur mal, um ganz kurz einzuhaken. Das ist das erste System, was ich kenne, was lesen können sozusagen zur primären Charakterdefinition nutzt. Also ich meine, das hat in einer gewissen Weise ja was Cooles, weil in den allermeisten Spielen ist das meistens sehr teuer und leidlich egal. Also weil... das ist halt in der japanischen Gesellschaft dadurch, dass du diese verschiedenen Alphabete hast, aber Lesen und Schreiben grundsätzlich jetzt nicht unüblich ist, ist es eigentlich nur ein Unterscheidungskriterium, ein weiteres. Ja? Also welche Kleidung trägst du? Welche Waffen trägst du? Welche Buchstaben kannst du lesen? Definieren, in welchem Status bist du? Was ganz wichtig ist, weil ich muss ja deinen Status erkennen können, damit ich unser Verhältnis im Status kenne und mich richtig verhalten kann. Weil ein Fehler im Verhalten aufgrund von einer Fehleinschätzung des Status wird im Normalfall meinen Kopf kosten.
Also, wenn ich Glück habe, werde ich nur schwer gerügt oder habe halt einen Fehler gemacht, der meine Ehre runtersetzt. Aber das kann im Zweifelsfall halt einfach dafür sorgen, ah, du hast mein Schwert berührt, du stehst im Rang unter mir, Kopf ab. Die Frage, die ich mir jetzt sofort stelle, ist, also das, was du schreibst, ist ja ein sehr striktes gesellschaftliches, soziokulturelles Konstrukt, was sie als Hintergrund definieren für das Rollenspiel. Entspricht das den Klischee-Vorstellungen, die wir, sage ich mal, Mitte der 80er über das feudale Japan hatten? Oder ist das tatsächlich etwas, wo man sagen kann, das entspricht auch dem Wissensstand, wie es wirklich war? Also ist das mehr so eine Fantasy-Version von Japan, Nippon, oder also, ist es tatsächlich wirklich angelehnt an das, was wir wissen über das Japan dieser Zeit? Also angelehnt ist es bestimmt, aber wie schon vorhin in meinem Vergleich, die Samurai waren wahrscheinlich so ehrenvoll und dem Bushido anhängig wie die Ritter im europäischen Mittelalter dem ritterlichen Kodex gefolgt sind. Also das ist sicherlich idealisiertes. Genau, es gab das Japan möglicherweise und es gibt das mit Sicherheit als hohes Ziel, dass das tatsächlich so strukturiert und so genau und so korrekt ist. Im Endeffekt wird es im Normalfall auch immer eine Möglichkeit gegeben haben, das Ganze mit entsprechend Salz zu nehmen. Aber sie bauen es eben als ein solches System auf und haben unglaublich komplexe Regeln dafür, wie du deinen genauen, exakten Status bestimmst. Theoretisch musst du das von jedem, dem du begegnest, auch tun, um dann zu entscheiden, wie du dich aufgrund von dem Wechsel des Status verhalten musst. Ja. Also das ist die Statusliste, wo die jeweiligen Samurai-Klasse nochmal unterschieden ist, verschiedene Sachen und wer, wo, was. Also das ist sozusagen, irgendwo da auf dieser Linie kannst du sein und jeder NPC kann auch irgendwo da auf dieser Linie sein. Ja, das Problem ist aber, dass das noch verrechnet wird mit deiner persönlichen Ehre. Mit dem Status, genau. Der Nachkommastellen. Nachkommastellen-Statuswerte. Genau. Und dann, welchen Status die Gruppe, in der du Status hast, innerhalb der Gesellschaft hat. Also es ist hochkomplex. Ich habe es auch nicht so ganz durchstiegen. Ich habe dann irgendwann einen Samurai gebaut, der tatsächlich am Hof angefangen hat und da aber nur zu einem niederrangigen Samurai-Kreis gehörte. Der hatte nur langen, langen Rechnen auf dieser Skala von 1 bis 100 einen Status von 3 gehabt. Oi! Ja. Hey. Ja. Beeindruckend. Ja, und dann gibt es ganz wichtige Regeln. Du kannst dich jederzeit duellieren, natürlich nur mit Leuten, die vom Rang her entsprechend sind, dass du dich auch mit ihnen duellieren darfst, um dann persönliche Ehre zu bekommen, dafür, dass du dich duelliert hast. Und mit dieser persönlichen Ehre kannst du deinen Status erhöhen. Weswegen du auch jederzeit ein Duell machen kannst. Vorausgesetzt, du findest jemanden, der vom Rang her so ist, dass du das darfst. Okay. Ja. Die andere Möglichkeit, also du kannst hier auch XP kriegen, es ist aber relativ uninteressant. Die andere Möglichkeit, besser zu werden, ist Lernen. Fürs Lernen gibt es ganz viele Regeln aufgrund deiner Attribute, was du wie viel, wann, wie steigern darfst. Aber du darfst es nur steigern, wenn du einen entsprechenden Lehrer hast und entsprechend Zeit, es zu lernen. Aha. Dafür gibt es extra auf dem mitgelieferten Charaktersheet. Moment, ich kann das mal. Da ist ein solches Charaktersheet. Also das ist das Charaktersheet, wo so Sachen draufstehen wie Fertigkeiten, Attribute und solche Geschichten. Welche Attribute haben wir denn? Das würde mich einfach mal ganz grundlegend interessieren. Das steht da bestimmt drauf auf dem Charakterblatt. Ja, das steht da drauf. Stärke, Deftness, Speed, Health, Wit und Will. Die gehen bis 40 maximal. Ja. Und wenn du eine Profession wählst, also zum Beispiel sagst, ich möchte gerne Budoka wählen,
Dann hast du also mit Mühe diese ganzen Attribute erstellt. Und dann kriegst du Stärke plus 5, Deftness plus 10, Speed plus 10, Health plus 10, Will und Dings dann 0. Sodass du also ein Drittel, ein Viertel deines Gesamtvolumens an Wert allein über diese Charakterwahl dann einfach änderst. Also, wobei so du deine Charakterwahl vorher so machen musst, dass du hinterher kein Attribut über 40 und keins unter 0 hast. Genau. Also wenn du zu stark bist, kannst du kein Samurai werden. Was? Ja. Weil du hast Maximum 40. Wenn du jetzt so schon 30 hättest, dann. Also auf gut Deutsch, ich muss innerhalb 31, das geht's nicht mehr. Ich muss in so einem passenden Kanal würfeln, wenn ich gut würfeln will. Nee, Moment, das wird nicht gewürfelt. Die Punkte verteilst du. Ja, wird gerechnet. Okay. Der Bob Charest, das heißt, du kannst den Bonus auch nicht ignorieren, sondern tatsächlich du bist dann drüber. Und dann bist du nicht zu stark, um Samurai zu werden. Also nach dem Motto. Naja, das geht halt nicht. Also deswegen darfst du dir nur 30 Punkte draufgeben, Max. Aber ich glaube, 30 Punkte draufzukriegen ist auch schwierig. Aber also nur um das nochmal klar zu machen: Bob Charest, der Typ, der das gemacht hat, der später auch an Shadowrun mitgeschrieben hat und Paul Hume, Bob Charest ist inzwischen im echten Leben Risikoanalyst für Computersysteme und hat irgendwie den goldenen Preis von IEEE Spectrum gekriegt und so. Also, der ist Vollmathematiker. Das merkt man dem System irgendwie an. Ja, und auf der anderen Seite des Charaktersheets. Oh, schön. Diesen Timetable. Ach, das ist ein Timetable. Ich hätte jetzt gewettet, das sind meine Skills. Nein, das ist ein Timetable. Spring, Summer, Fall, Winter. In den Seasons mit den Monaten. Und zwar ist das dafür da, damit du einträgst, wann du wo, bei welchem Lehrer was lernst. Also es ist ähnlich wie bei Ars Magica, dass du irgendwie eigentlich zu Hause sitzen und lernen möchtest und nicht auf Abenteuer gehen, weil die Zeit verlierst du im Prinzip an deinem, was du machen musst, damit du deinen Charakter stärker kriegst. Im Gegensatz zu Ars Magica hast du aber keinen Nebencharakter, der für dich die Abenteuer macht, während du in deinem Labor sitzt und lernst. Das war aber das erste Spiel, das ich tatsächlich kenne, dass die Player-Downtime, also die Character-Downtime ähnlich extensiv gehandhabt hat und als zentrales Spielelement gesehen hat. Also nicht dieses D&D-mäßige, naja, ihr kommt ins Dorf zurück, dann seid ihr der nächste Level, irgendwie hast du bei jemandem gelernt und am nächsten Abend trefft ihr in der Kneipe euren nächsten Auftrag, sondern okay, also vom 18.07. ja, bis zum 28.09. hast du genau aufgezeichnet, ob du Adventure, Healing, Job, Travel oder Responsibilities gemacht hast, weil du hast natürlich auch Responsibilities. Die musst du ja auch abarbeiten. Die kannst nicht einfach nach Hause gehen und ein bisschen Abenteuer machen oder so, sondern du bist ja immer irgendjemand zum Dienst verpflichtet. Am Hofe musst du sein oder musst als Bauer in den Feldern sein und so. Und dann, wenn du als Bauer geboren bist, dann ist es halt einfach mal so, dass du im Herbst nicht weg kannst, weil da wird der Reis geerntet. Da gibt es keine Spinnen und irgendwas, die du platt machst. Da gibt es Reis. Da gibt's Reis! Das heißt, du musst auch sehr genau planen, wann du auf Abenteuer gehst, weil da gibt es nur enge Zeitfenster, wo alle können. Was sind denn, also wenn wir schon von Abenteuern reden, also ich meine, wenn ich in einem so durchorganisierten Leben und System bin, was habe ich dann überhaupt für Abenteuer, die ich dann da erlebe? Ja, also ich habe hier auch Abenteuer, sowas hier zum Beispiel. In dem Abenteuer geht es darum, dass man angesprochen wird von einem Samurai, dass da eine Tochter eines Fürsten irgendwo als ehemalige Hostage, also Austausch von Gefangenen quasi ist und jetzt wäre das also erledigt und die müsste zurückgeholt werden, aber irgendwie kommt sie nicht zurück und die Samurai werden beauftragt, die zu holen. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich will jetzt nicht weiter spoilern, weil vielleicht wollt ihr ja das Abenteuer mal spielen. Glaube jetzt hier nicht. Also tatsächlich ist derjenige, der da kommt, um diesen Auftrag zu erstellen, ein Fuchsspirit, also ein Kitsune, und möchte eigentlich, dass die den Hostage gegen einen Ninja austauschen, damit der da alles platt machen kann. Und die Gruppe hat theoretisch mehrfach die Chance rauszufinden, dass das so ist.
allerdings mit utopischen Werten, also ich glaube, im Normalfall finden wir es nicht raus, dann wird man also durch einen Geheimgang, also einen Dungeon, unter einem Tempel in dieses Gebäude von dem Daimyo geführt, wo diese Dame zu befreien ist. Und also wenn man das Abenteuer löst, in Anführungszeichen, hat man halt die Dame befreit und dafür den Ninja da platziert, der dann alles platt macht, was nicht so gut ist. Man kann vorher herausfinden, dass der Auftraggeber ein Betrüger war, also so ein Fuchsgeist. Man kann herausfinden, dass die Austauschdame ein Ninja ist. Ist beides nicht sehr nicht sehr wahrscheinlich, aber wenn man es rausfindet, muss man halt überlegen, was mache ich denn jetzt, ja? Weil eigentlich habe ich ja einen Auftrag angenommen. Ja, also. Da will man ja sofort einsteigen. Man kann natürlich das machen. Da will man ja sofort einsteigen. Also, jetzt mal, um was Positives zu sagen, weil das ist schon nicht uninteressant, weil du hast es vorhin sehr schön gesagt, Björn. Das System reflektiert in seiner Art, wie es funktioniert, eigentlich die starre Gesellschaft, die es tatsächlich auch, in der es spielt, ja, in einer gewissen Weise. Mhm. Das heißt, auch vieles von dem, was du dann in den Abenteuern machst, ist wahnsinnig so mit Intrigen und doppelten und dreifachen Loyalitäten, und weil das alles dieses am Hofe des Shoguns sind alle Verräter irgendwie Ding hat, das funktioniert auch total gut. Das Problem ist, wenn sich dann trifft mit und jetzt haut ihr alles platt, dann ein Crawl. Ja. Das ist dann, finde ich, manchmal ziemlich seltsam. Also ich habe auch dieses Abenteuer, das aus der zweiten Edition, also von Fantasy Games Unlimited schon kommt. Das ist Valley of the Mist, genau. Ja, das kenne ich. Das hast du auch, genau, Valley of the Mist. Da geht es auch los mit irgendwie, ja, du musst irgendwo, es gibt irgendeinen Yakuza, der die ganze Zeit heimlich eine Rebellion versucht zu machen und seit Jahren da irgendwie seine Sachen aufbaut. Wenn der Daimo davon erfährt, geht es ganz schrecklich. Und dann denkst du, wow, Intrige und cool und irgendwas. Und dann so, ja, okay, und jetzt kommt Valley of Mist und da ist halt irgendwie so ein Spinnending und alles ist irgendwie voll mit Monstern. Ja. Oh. Und das ist ein bisschen weird, weil dafür ist das System gar nicht so gut geeignet, diese Sachen zu machen. Okay, wo ich halt auch das große Problem sehe, ist die Gruppenzusammenstellung. Ja. Weil du normalerweise würden in diesem starren Gesellschaftssystem die Charaktere, wenn sie nicht jetzt alle irgendwie Samurai und Mönche sind, niemals zusammen sowas machen. Also geht gar nicht. Ja, allein der Gedanke, ein Samurai reist mit einem Reisbauern durch die Gegend und mehr oder weniger lässt den nicht die ganze Zeit irgendwie seine Schuhe putzen, in Anführungszeichen, also ganz platt gesagt. Das ist aber, glaube ich, grundsätzlich das Problem, wenn du in solchen feudalen Systemen mit solchen starren Hierarchien spielst. Ja. Aber das heißt, sie haben durchaus auch, also du hast ja einen Kitsune erwähnt, das heißt, sie haben aber auch diese fantastischen Elemente mit drin. Ja, haben sie. Aber nicht innerhalb der Gesellschaft, die sind immer außerhalb dieser Gesellschaftsstruktur. Mhm. Deswegen kannst du ja auch in diesem Dungeon unter dem Tempel, ja, da gibt's Bakemonos, also als Goblins quasi, da gibt's Kappas, also so Schildkrötenmonster. Da kann man sich prima durchschnetzeln und da machen auch die Standesgrenze keinen Unterschied während des Kämpfens. Schön. Nur, du hast auch einen unglaublich hohen Anteil an Magie-Charakterklassen. Also du hast Shugenja und du hast wie heißt die Gakukai oder so, die also Priester und Zauberer und so, die machen 50% der Klassen aus. Ja. Und was fürs Abenteuer total cool ist. Mhm. Ansonsten müssten die aber eigentlich dauernd im Tempel hocken oder studieren. Also die sind für alles andere sozusagen eigentlich weitestgehend abgemeldet. Aber machen einen hohen Anteil an Charakterklassen aus von dem, was du spielen kannst. Oder eben Ninja und Yakuza. Also bist halt ein Halsabschneider-Bandit oder ein geheimer Killer, was im D&D-Universum super ist. Hey, ich bin Assassin und laufe hier rum. Aber als echter Ninja hast du natürlich ein ganz anderes Thema. So, und musst eben auch dauernd Dienst tun und solche Sachen machen. Und du würdest halt nie mit einem Samurai unterwegs sein, also geschweige denn Reisbauern. Aber das funktioniert eben für das Geschnetzel, passen die gut zusammen und danach explodiert die Gruppe eigentlich und davor. Ja.
Wie ist das? Was schade ist, weil genau das das Geile an dem Spiel ist, finde ich. Aber das entspricht ja auch durchaus, da sind wir wieder bei den Klischees, wenn man jetzt eben Abenteuerfilme in Anführungszeichen anguckt, die auch im japanischen Raum spielen oder sowas, eben dieses ungewöhnliche Trupps werden zusammengewürfelt. Also letztendlich auch wie in einer westlichen Vorstellung von, manchmal hast du halt ganz ungewöhnliche Gruppen, die zusammen irgendwas lösen müssen und so weiter. Nur ist das eben halt sehr, sehr punktiert. Also vor allem, und je hierarchischer oder standesstrukturierter eine Gesellschaft ist, desto eher passiert es halt, wenn überhaupt nur punktuell, ganz kurz und danach nie wieder. So, und genau. Gut, bei Disney würden die dann auf ewig Freunde oder sogar Pärchen werden, aber das ist dann eher die Disneyfizierung der Welt. Aber, aber es ist hier echt schwierig, denke ich. Also, ich meine, du kannst sowas wie Sieben Samurai oder so, kannst du gut nachspielen. Du musst halt nur bei der Charaktererschaffung klar sagen, okay, ihr könnt nur in dem Bereich quasi würfeln, was ihr für einen Background habt, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Mhm. Also mit Ihnen selber dran drehen geht's. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das viele gemacht haben, weil ähnlich jetzt wie auch bei Warhammer, dieses reine Auswürfeln von Charakteren, das ist zwar unterhaltsam, aber wenn ich gezielt was Bestimmtes spielen will als Spielleiter, auch mit der Gruppe, dass ich dann eher sage, ihr seid jetzt eben das, das und das könnt ihr spielen und dann einigt man sich, was man spielt. Ja. Weil dann kann ich es mir super geil vorstellen. Also wenn ich eben nicht solche Zufallselemente habe, sondern gerade wie du sagst, Sieben Samurai, also einen entsprechenden Plot oder einen Ronin-Plot oder sowas, wo es halt wirklich drum geht, da macht auch die Gruppe als solches, um eben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Also ja. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wie funktioniert dann das System tatsächlich? Welche Würfel benutzen wir dann eigentlich hier? Also wir würfeln mit einem W20 unterwürfen bzw. drüber würfeln, ähnlich wie mit den Saving Throws und den Two Hits. Ein Wert von 40? Nein. Entschuldigung. Du errechnest aus dem Attribut einen Saving Throw, das ist normalerweise durch 5, meine ich. Oder durch 3, müsste ich nochmal nachschauen. Saving Throw ist durch 3. Und durch 5 nimmst du den Wert, den du auf der Fertigkeit hast. Also du hast einen Score auf deiner Fertigkeit, den teilst du durch 5 und das ist das die BCS, also die Basic Hit Chance oder Basic Combat Chance und das unterwürfelst du mit deinem Würfel, ob du triffst oder ob du deinen Skill geschafft hast. Also auf gut Deutsch, ich habe das auf dem 100er-System hochgezogen, aber in Wahrheit reduziere ich es dann wieder auf den W20, indem ich es durch 5 teile. Damit du 20 würfeln kannst, ja. Das ist ja voll sinnig. Ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Mathematiker, der das gebaut hat, sich dabei irgendwas gedacht hat. Was ich mich jetzt ein bisschen frage, ist, als sie das gebaut haben dabei, es hört sich für mich ein bisschen an, als wären die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt Studenten gewesen. Also zum einen diese Fixierung auf ihre auf der einen Seite wahrscheinlich das Lehrfeld und auf der anderen Seite, ich sag mal, wahrscheinlich persönliche Interessen. Oder sie haben beides gleichzeitig noch irgendwie gelernt. Japanische Geschichte oder japanische Kultur oder irgendwie sowas dann dazu, die mathematische Seite. Und auf der anderen Seite diese Fixierung auf, wie viel Zeit verbringe ich mit Lernen, tatsächlich was ja, das zu können. Das Angenehme also, mit dem Nützlichen verbinden. Ja, also es ist, ja, oft genug hat das tatsächlich ja auch gerade in der Zeit, hat das sehr oft tatsächlich seine Hintergründe in sowas. Also die Leute haben ja sehr oft damals Dinge umgesetzt, die sie wahlweise selbst erlebt haben, beziehungsweise die sie beschäftigt haben oder Dinge, die sie, wo sie halt tiefe Interessen hatten dann dabei. Und das, was du da beschrieben hast, also auch systemisch gesehen und so weiter und so fort, ist ja etwas, wo jemand versucht hat, eine Kultur simulationistisch so weit runterzubrechen, dass sie rein aufgrund seines Systems funktioniert. Ja. Das ist ja auch eh so eine Entwicklung gewesen innerhalb des Rollenspiels, die ich also dieser ganze simulationistische Ansatz als solches, der stammt ja im Endeffekt auch aus den 80ern. In den 70ern war der noch gar nicht vorhanden, den gab es damals einfach nicht. Was eigentlich total weird ist, weil Cosims als solches waren ja Simulationen.
Aber das Rollenspiel in den 70ern war eigentlich anders als die Simulationsspiele, hat sich erst in den 80ern wieder in eine Simulation reinbegeben, aber da eben auch sehr oft in eine Simulation, die sehr viel kulturellen Anteil eben auch hatte. Also sprich, wo es gerade versucht wurde, nicht nur den Kampf simulationistisch darzustellen, sondern auch das soziale Leben simulationistisch darzustellen. Und, was dann eigentlich gar nicht funktioniert, wenn du tatsächlich sagst, wir machen eine freie Gruppe, heißt es eigentlich, wir würden nie zusammen losgehen. Also du musst im Prinzip eingreifen in das Regelsystem, um dann ein Rollenspiel spielen zu können. Aber naja, ich glaube, es ist eine Frage des Ansatzes auch dabei wiederum, weil das System als solches will nicht, und das ist auch etwas, glaube ich, was wir heute einfach oft dabei falsch sehen, dieses Spiel will nicht in dem Sinne aus unserer heutigen Sicht gespielt werden, sondern das Spiel will realistisch darstellen. Mhm. Das würden wir heute eigentlich eher in dem Bereich von sowas wie Indie oder sowas eben dann dabei rein definieren. Aber das war damals, glaube ich, eine eigene Art von Kunstform fast innerhalb des Ganzen. So nach dem Motto, wer kann das schönste Konstrukt dabei aufbauen, das das hier am realistischsten darstellt? Mhm. Und genau das versucht das ja auch. Also ich meine, ich habe von vielen Leuten gehört, die unglaublich beeindruckt waren von dem Spiel, aber mehr auf Basis von, hey, es ist so ein echtes Japan-Rollenspiel. Ja. Aber ich kenne halt eigentlich niemanden, von dem ich jemals mitbekommen habe, dass er es wirklich effektiv gespielt hätte. Also mal angespielt, mal Charaktere erschaffen oder irgendwie sowas. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals mit jemandem gesprochen hätte in all den Jahren, der gesagt hätte, ja, nee, da haben wir eine Kampagne gespielt oder sowas irgendwie dann dabei. Ja. Ich halte das auch für sehr schwierig. Also ich habe es auch tatsächlich mal einen Charakter gemacht, mal gelesen, fand es faszinierend, habe es aber nie gespielt. Mal, zu der Zeit gab es eben das Oriental Adventure von D&D oder AD&D in dem Fall. Das haben wir gespielt. Das ist aber deutlich fantastischer. Ja, das also, werden wir noch mal in der eigenen Folge beleuchten, weil ich glaube, ja, nur es ist halt jetzt gut als so Vergleich. Absolut, da ja. Ist es sehr fantastisch, wird auch kurz beschrieben, ja, hierarchische Strukturen und da gibt es auch ein Honor-Rating, aber das ist quasi so abgefrühstückt mit +3, +5, ja, okay. Wird kaum drauf eingegangen. Während hier ganz viel beschrieben wird, auch erklärt wird, warum gibt es diese sozialen Unterschiede, wie kannst du da auch aufsteigen und solche Geschichten. Das ist also, man merkt, die Leute haben sich da sehr mit beschäftigt, mit dem Background, wahrscheinlich durch Filme und durch entsprechende Romane. Also es ist halt ein sehr verklärtes Bild, aber gut. Mhm. Aber sie haben sich wirklich viel damit beschäftigt und überlegt, wie kriegen wir das in ein System? Mhm. Das ist schwierig. Wobei das, also ich meine, das muss man ja auch nochmal sagen, dass also die Mitte der 80er oder überhaupt die 80er, was so die Klischees, auch gerade was den Fernen Osten anging, also eben Japan und China und so weiter, halt sehr viel präsenter waren, also überhaupt in den ganzen Medien, also sei es Filme, sei es Bücher und so weiter. Und aus heutiger Sicht sicherlich auch einige der Bilder problematisch sind, durchaus, aber welche Bilder eigentlich? Ja, ja, genau. Was ist die Monster-Sache? Ja, okay. Ja, gut. Ja. Und das also heißt, sie haben nicht mal bei den fantastischen Kreaturen irgendwelche Monster-Bilder oder sonst irgendwas? Nein, das ist die Monster-Seite. Ah. Monster-Seite. Doch, da unten ist eine Grafik, ich sehe es genau. Ja, das ist ein generischer Drache. Asiatischer Drache. Ja, genau, wobei das dann fast eher ein chinesischer Drache ist als ein japanischer. Ja, generisch-asiatisch. aber das ist, also was mir noch gerade einfällt zu dem, Markus, was du vorhin gesagt hast mit dem Simulationen, und das ist jetzt nicht das erste Spiel, was wir entdecken aus den 80ern, wo das so ist, vielleicht ist es also wirklich so ein bisschen als Gegenbewegung, weil das Rollenspiel ja eigentlich der Ansatz war, freier zu werden in dem, was man von den Tabletops und den Simulationsspielen kannte und dann wieder so dieses, dass einige Leute sich gedacht haben, ja, aber ich mag ja dieses Korsett. Was man ja teilweise auch bei Schlachtensimulationen und so weiter hat. Also so frei nach dem Motto, und auch wieder kulturell, ein General aus dem und dem Stand oder ein Offizier würde ja bestimmte Dinge in einer Schlacht nicht tun. Also ich erinnere mich an eine Diskussion zu Napoleonischen Kriegen, worum es ging, warum haben die eigentlich
nicht da von der Flanke irgendwie so dirty angegriffen und zwar, das hat man nicht getan. Und wie kann ich das halt in Regeln in irgendeiner Form repräsentieren? Und letztendlich ist natürlich so etwas wie eine, die japanische Gesellschaft, der After the Battle Honors, okay. Und das entspricht ja wieder genau diesem Gedankengang, dieses ich muss Dinge reglementieren, damit Leute nicht ausbrechen. Und wenn sie ausbrechen, muss es Konsequenzen haben. Ja. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist ein Teil davon. Ich glaube aber schon, dass das dieses, also was der Marx gesagt hat, und ich, eine von euch, wir hatten es letztes Mal auch, diese sehr amerikanische Militärtheoretiker, also Leute, die alles über die Armee wissen. Und das waren Leute, die aus Büchern alles über Japan wussten, so ein bisschen. Also nicht wirklich, aber das ist sehr. Also die versuchen schon, alle Aspekte irgendwie des Lebens darzustellen und die dann in ein Regelsystem zu fassen. Also das ist das Emotionalistische daran. Aber wie sie es tun, ist so eine ganz seltsame Mischung. Also die versuchen, das ist halt nicht wirklich der Geist. Das ist so, wie wenn jemand, der keine Empathie hat, mitschreibt, wie eine Kultur funktioniert. Das ist so, ja, und das ist das und das und das. Und das kann man auch in ein Computersystem fassen, sozusagen. Also Mr. Tourette hat es dann halt irgendwie in Zahlen ausgedrückt. Aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, dagegen eben sowas siehst wie und Legend of the Five Rings oder sowas, die ja eine totale Fantastikgeschichte gemacht haben, eigentlich gesagt haben, okay, wir nehmen die Essenz von dem, was wir unter Japan und dem ganzen Zeug verstehen und werfen das sozusagen in was total anderes rein, aber das fühlt sich so an. Und hier ist genau der andersrum Weg. Es fühlt sich nach gar nichts mehr an, aber es ist total klar sozusagen strukturiert da drin. Mhm. Und das war die 80er, dieses immer tiefer in den wir basteln eine Welt, die sich selber spielen kann. Was du auch nicht unterschätzen darfst, ist der Versuch, auch wenn der so, glaube ich, niemals in dem Sinne damit beabsichtigt war, aber den kannst du da drin durchaus sehr tief sehen und sehr oft sehen, von etwas von einer Art von kulturell-psychologischem Modell. Mhm. Also sprich, einer mathematischen, formelhaften Darstellung von menschlichem Verhalten. Also gerade menschlichem Interaktionsverhalten. Also viel von dem, was da drin geschrieben ist, wenn du das nur umschreiben würdest, könntest du ganz viel von diesen Modellen nehmen und könntest darauf ein Psychologiebuch machen. Und den Fall hast du, das ist jetzt natürlich ein Extremfall, aber den hast du sehr oft gerade in den 80ern. Und das ist ja früher 80er. Also Bushido ist ja tatsächlich noch aus, stammt eigentlich ja noch aus den 70ern. Bitte? Ich glaube 76 ist der erste. Nee, 81, ich glaube 81 ist das Bushido rausgekommen, das Vorgängerspiel, die haben so ein Space Opera Ding vorher gemacht. Ja, die hatten andere Dinge vorher, also Space Opera gab's und also Copyright 81. Es gab noch Chivalry and Sorcery, gab es vorher noch. Chivalry and Sorcery. Ah ja, stimmt, das war, genau, Chivalry and Sorcery. Das habe ich auch. Habe ich das noch? Das war auch, das ist nämlich genau, da kommt es auch her. Absolut. Das sieht auch genauso aus. Also das ist auch diese kleinen Seiten mit ganz vielen Einzeltabellen. Jedes Ding wird individuell abgehandelt mit einem speziellen Dice-Irgendwas-Ding, wo du halt nochmal gucken kannst, was rauskommt. Unter Hinzunahme von 27 Modifiern. Das ist auch wieder was, das zeigt ja auch deutlich, also der Seitenaufbau ist nicht für Publikum gebaut, sondern letztendlich das, was sie als Wissenschaftler oder Studenten an Textwüsten im Prinzip in ihren Lehrbüchern haben, das kopieren sie eigentlich genauso in Spielbücher rüber. Also die werden kein Problem damit gehabt haben, einfach Textwüsten in dieser Form zu lesen und zu verstehen. Also die gesamten Fantasy Games Unlimited Sachen waren so. Also das ist, wobei Bushido da ja tatsächlich auch schon ein gutes Beispiel ist, was sie eben sonst noch gemacht haben. Also gerade so Sachen mit diesen Karten und sowas. Also das heißt, in mancherlei. Aber alle mit Hexgrid hinterlegt, weil du ja auf Hexgröße deine Bewegungen rechnest. Das könnte jetzt auch eine Traveler-Karte sein, so von dem Aufbau her. Von der Attraktivität her, so ein bisschen. Das könnte auch ein Sektor im Weltraum sein. Genau, könnte ein Sektor, ich habe Traveler-Karte, Sektor im Weltraum, aber es ist tatsächlich ein historisches Japan, in dem halt aber außer den Städten faktisch nichts Sinnvolles drauf ist. Und ich meine, Greyhawk kommt ja, also Greyhawk ist nicht viel später erschienen, hat halt ja auch eine völlig wahllose Karte, aber halt lustig bunt. Also die haben auch Hex und so, aber das war halt hier schwarz-weiß, weil es ging wirklich nur um die Distanzen. Musst nur wissen, wie lange brauchst du von A nach B. Du hast halt diesen anderen Ansatz, der ist halt extrem wissenschaftlich eben an der Stelle. Und ich glaube, wo das auch viel herkommt, ist einfach, du hattest gerade schon mal gesagt, Jan Schmid, wegen der Gegenbewegung an der Stelle. Oder was, Björn? Egal. Also auf jeden Fall. Die,
Ich glaube, die Gegenbewegung kommt vor allen Dingen daher, dass D&D und das, wie das angefangen hat, aus einer komplett strukturfreien Umgebung kam. Also sprich, wo Leute sich sehr schnell sehr verloren gefühlt haben. Daraus ist halt tatsächlich pendeltechnisch genau das Gegenteil geworden, ein Stück weit, was eben tatsächlich versucht hat, alles vorzugeben und für alles eine Regel zu erschaffen. Ich glaube, das ist das, was ganz viele von den Leuten, die das gespielt haben, in den 70ern selbst gemacht haben. Also sprich, die saßen dann da und immer wenn es eine Situation gab, hat irgendjemand sein schwarzes Büchlein rausgenommen und dann wurde das, was man als Regel dafür beschlossen hat, da reingeschrieben. Und daraus entstanden halt dann diese ganzen Punkte. Warte mal, das ist Punkt 18.7 plus 12f. Trinken besoffen unter dem Tisch. Da haben wir doch eine Regel für. So, ja. Und genau auf der Basis wurden dann eben tatsächlich neue Spiele erfunden. Aber durchaus mit dem Gedanken, dass man den Leuten diese Arbeit, die man sich ja selbst gemacht hat, um D&D für sich spielbar zu machen, abnimmt. Und darauf kam dann eben dieser Anspruch der perfekten Simulation. Also ich kann mich daran erinnern, dass das mal eine ganze Weile lang war, das mal wirklich auch der heilige Gral. Der ist von solchen Sachen begonnen worden. Den hat natürlich nie jemand gefunden. Aber dieser grundsätzliche Gedanke nach dem Motto, wir beschreiben etwas so genau durch und machen es so sehr richtig, dass wir jetzt anstupsen und was immer du dann tust, passiert automatisch einer logischen, kausalen Kette folgend und kommt damit zu einem Ergebnis. Das ist auch nicht Abenteuerspielen als Ziel, so wie wir das heute verstehen, sondern das ist ein Abhandeln entlang logischer Parameter. Also die Leute haben eigentlich versucht, wirklich ein Computerprogramm zu schreiben, bei dem du mehr Beobachter und Beisitzer bist. Also das heißt, du füllst eigentlich die Rolle eines Computerprogramms aus, das anhand von vorgegebenen Parametern automatisiert gewisse Dinge tut. Das wäre die Idealvorstellung. Dass die Spieler noch auf die blöde Idee kommen, dabei selbstständig irgendwelche Entscheidungen treffen zu wollen und so weiter und so fort, ist eigentlich extrem störend. Ist in dem Gesamtkonstrukt eigentlich extrem störend, weil das ist ja auch gar nicht vorgesehen. Also, und da drin steckt tatsächlich auch eine ganze Menge sehr eigenartiger für uns heute wahrscheinlich und für mich durchaus auch, aber eigener Kreativität. Also das würde ich gar nicht, ich würde das gar nicht unterschätzen. Und dabei merkst du vor allen Dingen eins, wo überall Rollenspiel damals seine Inspiration hergezogen hat. Und was sich ja bis heute auch in vielerlei Hinsicht niederschlägt und wie unvereinbar viele von diesen Ansätzen sind. Ich bin mal gespannt, bis wir mal zu einem Spiel kommen, was eben tatsächlich im Endeffekt extrem frei ist. Das ist in den 80ern noch eher tendenziell unüblich. Eher selten. Aber so mit den 90ern beginnt das ja mal in irgendeiner Form, was dann wird das Pendel wieder in die ganz andere Richtung schlägt. Und das ist natürlich auch völlig klar, dass dadurch sind ja auch die ganzen Auseinandersetzungen entstanden im Sinne von, was ist gutes Rollenspiel, was ist schlechtes Rollenspiel, ist das System gut, ist das System gut, spielst du richtig, spielst du falsch. Und das ist natürlich einfach so unvereinbar, wie wenn wir sagen, wir machen Sport, der eine will Bodenturnen machen und der nächste will Rugby spielen. Das geht nicht gut miteinander. Also das ist so ein schönes Bild. Ja. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Und das Spannende finde ich auch, und da wird der Jan Nichtschmied mir auch zustimmen, auch im Computerspielebereich hast du dieselbe Entwicklung dann später mit Simulationsspielen auf der einen Seite, aber auch zum Beispiel in diesen Open World Survival Games und so weiter, die nämlich die ersten auch versucht haben, sehr zu simulieren, so real wie möglich, und festgestellt haben, dann wird es unspielbar und dann wieder freier worden. Und jetzt aber wieder Spiele kommen, die ähnliche Wellen gehen. Und bei Strategiespielen hast du das auch. Also das scheint tatsächlich immer so ein Pendelschlag zu sein, ein Stück weit. Also dieses sehr frei sorgt immer dafür, dass manche Leute sich nicht wohlfühlen und dann genau in die andere Richtung pendeln in irgendeiner Form und versuchen, das zu kompensieren. Ich glaube, was man auch. Ja, das ist ja auch, also man kann ja über diese Spiele sagen, was man will. Also die sind anstrengend regeltechnisch, weil sie simulationistisch sind, aber du hast halt, das schützt dich ja auch gegen die Leute, die das spielen. Ja? Also das bei diesen freien Spielen, jeder denkt sich was aus und ihr dürft euch jede Fähigkeit ausdenken, die man will, dann bist du halt so, ja, ich kann alles am besten. Also, ja, okay, jetzt macht das Spiel keinen Spaß mehr. Ja. Also das braucht ja eine gewisse
charakterliche Reife, um das nicht auszunutzen, was diese freien Spielsysteme erlauben. Mhm. Und du brauchst eine Gruppendynamik, die funktioniert. Und da kann ganz viel schief gehen. Das hier sichert dir das Thema, weil du eben in sehr engen Bahnen deine Aktionen machst und wie du dann sagst, wie so ein Klickersystem, okay, ich mach das, okay, dann würfelt sich das, daraus ergibt sich das, ergibt sich das. Da muss man gar nicht drüber diskutieren, sozusagen. Mhm. Und in dem Spiel hier ist es auch noch so, dass ja sogar noch dein Verhalten zum Teil determiniert wird. Ja, weil du eben nicht sagen kannst, wie bei Oriental Adventures, mir doch scheißegal, ich hau alles platt, ich brenne die Stadt nieder, so wie immer. Sondern du bist auch noch in den sozialen Regeln eingeschlossen. Das heißt, das ist ein Spiel für Leute, wo du eigentlich, wenn du nicht musst, sozusagen, gibt es ganz wenig Konflikt in der Gruppe, weil die Gruppe eben im Prinzip in allem Handeln sehr, sehr eng schon drin ist. Und wenn man das sieht hier, das ist auch das, was du gesagt hast, so riechen auch die Adventures. Ja, theoretisch kannst du das natürlich alles rausfinden und kannst das ganz, ganz anders machen. Aber faktisch gibt es ziemlich genau einen Weg sozusagen, der läuft. Und dann ist nur noch die Frage, wie viele Runden brauchst du, um die Monster platt zu hauen oder stirbst du auf dem Weg? Ja. Und das ist auch also den Spieler an die Hand nehmen im Sinne von tatsächlich an der Hand durch diesen scheiß Gang zerren irgendwie so, ja. Ja, aber das ist auch die Absicht des Ganzen, weil das Spiel will überhaupt nicht frei sein. Das Spiel will, dass du einem vorgefertigten Verlauf dabei folgst und es dabei das Erleben des Inhalts, was dein Charakter darstellt, ist Teil des Ziels. Also das ist für uns heute auch wiederum ein bisschen schwierig. Das machen interessanterweise ja auch wieder andere Indie-Spiele, moderne Indie-Spiele, die das gerne machen, so nach dem Motto, ja, hier, du spielst da irgendwie jetzt jemanden, wo du sagen würdest, okay, der wird ganz viel Leid erfahren. Ja, alles klar, das System und das Spiel ist auch dafür gedacht, um dir klarzumachen, wie Leid ist. Jo, gut, ist jetzt Geschmackssache, ob man das will oder nicht, aber das System tut das halt. Und genau das tut dieses System ja auch. Also wenn du den Reisbauern hast, dann wirst du spüren, dass es echt scheiße ist, ein Reisbauer in dieser Welt zu sein. Und was es heißt, wenn du unterdrückt wirst an der Stelle. So, das tut es. An der Stelle der Hinweis, wir haben nichts gegen Reisbauer, die sind ehrenwerte Menschen. Okay, also ich entschuldige mich hiermit auch offiziell bei allen Reisbauern. Also bei allen Leuten, die einer niederen Kaste in diesem Feudalsystem angehören. Ne? Okay, gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist genau das, was dieses Spiel auch will. Das will bewusst, dass diese Ungleichgewichte eben tatsächlich existieren, durchlebt werden und auch mit allen Effekten durchlebt werden. Auch mit dem Frust, dass du nichts dagegen tun kannst, außer du brichst die Regeln. So, ansonsten kannst du nichts dagegen tun. Fertig, aus. Da hast du gar keine Wahl. Und also gerade diese Japan-Welle, die wir ja in den 80ern hatten, auch, also hat ja zu solchen Spielen geführt. Und zwar finde ich das ganz spannend. Entweder zu sowas wie Bushido, was eben tatsächlich hyperrealistisch war und also von der Grundauslage her, wie die Abenteuer dann geschrieben sind, ist nochmal was anderes, aber von der Grundidee her hyperrealistisch, da bist du so in den Bereichen von Shogun und so weiter, also dem Film oder dem Buch und so weiter und so fort, was viel davon eben tatsächlich ja dann widerspiegelt. Ja. Oder auf der anderen Seite hast du dann die ganzen Bruce Lee Abkömmlingen, Trash, irgendwie die 87.000 Kammern der Shaolin und so weiter und so fort, Vorstellung, die sich mit Sicherheit auch in dem Werk ein Stück weit widerspiegeln, aber eben vor allen Dingen Einzug gehalten haben in sowas wie dann entsprechend Oriental Adventures. Mhm. Also in dem Sinne auch eine Unterteilung für entweder du spielst realistisches Mittelalter oder du spielst D&D. Ja. Genau. So, das ist eigentlich gar nicht so unglaublich weit voneinander entfernt. Und wenn wir mal dazu kommen und uns auch dann Chivalry and Sorcery angucken, das haben wir eben schon mal ganz kurz gehabt, das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe, nur eben auf westliche Rittergesellschaft gemünzt. Ja. Und das ist genauso weit weg von D&D wie Bushido eben von Oriental Adventures. Ja. Also das ist tatsächlich hochspannend. Also ich würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Leute das Spiel wirklich effektiv im heutigen Sinne gespielt haben. Und wie viele Leute es einfach nur gelesen und für sich gespielt haben. Das ist ja auch etwas, was aus dieser Zeit durchaus nicht unüblich ist, dass du diese Rollenspiele nicht zwingend spielst. Genauso wie ganz viele Leute gar nicht zwingend die Cosims gespielt haben, sondern die haben die Cosims für sich simuliert. Ja. Also, das ist etwas, was ganz viel gemacht wurde und das ist genau auch der Gedankengang, der in so einem Rollenspiel auch durchaus mit drin steckt, dass du es nicht zwingend
spielst mit deiner Gruppe, sondern du hast halt, du baust ja verschiedene Charaktere oder sowas. Das ist bei Traveller zum Beispiel auch ganz ähnlich. Mhm. Du hast, baust verschiedene Charaktere und durchlebst damit einfach mal gewisse Situationen. Mhm. Mhm. Ja, oder du nimmst halt ganz, also nimmst dir Einzelteile raus. Ich meine, das ist schon, also das gerade bei Tribulation Sorcery als auch bei Bushido, kann ich mich erinnern, dass wir in den 80ern Zeug davon genommen haben, wo uns eben dann das jeweilige Thema, was wir gespielt haben, sei es jetzt, gut, damals dann D&D oder Rollmaster oder sowas, wo uns da was gefehlt hat. Ja. Ja. Und die hatten eben da eine Regel für. Da gab es was. Es gab auch bei Tribulation Sorcery eine Schlachten, so zwei Seiten Schlachtenkapitel mit irgendwas. Ja. Und das Gleiche gilt hierfür auch. Du hast damals natürlich dann einfach gesagt, aha, okay, wie haben die das gelöst? Ich muss jetzt nicht die gleiche Wertetabelle nehmen, weil die Werte sind mir eigentlich egal, aber das System, wie sie das benutzen, das führe ich jetzt hier ein. Also das ist ein Baukasten eigentlich. Und so ist es ja auch gebaut. Also es sind lauter einzelne Lego-Steine, weil eben auch hier lustigerweise, was die auch alle haben, ist, dass sie vom modernen Idee von Game Balancing meilenweit entfernt sind. Weil es ihnen eben scheißegal ist, weil es halt so ist, dass der Shugenja, also der Samurai hat halt einfach bessere Werte. Ja. Punkt. Ja. So. Und das ist dir auch Schnurz. So. Und das Thema kommt jetzt mit Warhammer Fantasy auch so ein bisschen so, ja, wenn du Redcatcher bist, bist du halt Redcatcher. Ja. Bad luck, so ist es halt. Ja. Bist halt tough und stinkst nicht und wirst schlecht krank. Oder riechst nicht so und wirst schlecht krank. Du kannst ganz schlecht riechen. Riechen tust du ganz toll. Genau. aber die Idee ist eben tatsächlich da überhaupt nicht. Sechs Leute haben alle Charaktere, die ihnen irgendwie gemeinsam auch Spaß machen. Das ist so wie der Halbling in D&D. Den kannst du halt irgendwie, wie man sieht, kannst du den zum Überbild irgendwie machen. Ja, der war hart. Aber niemanden. Ist halt so, weil es so ist. Ja. Und das, was wir heute machen, ist ja eher zu gucken, jede Art, das zu spielen, soll irgendwie okay sein. Und du musst sozusagen, jeder Bild soll irgendwie erlaubt sein und soll genauso viel Anteil haben und Spaß haben in den jeweiligen Bereichen, in denen sie unterwegs sind. Du hast vielleicht Spezialisierungen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man sagen kann, na gut, also Bade nach keiner. Das ist ja total bescheuert, weil die sind einfach nicht effizient. D&D hat ja sich sehr viel Arbeit gemacht, um selbst Baden zu einer nützlichen Charakterklasse zu machen. Nichts gegen Baden. Und wieder kaputt gemacht. Also tatsächlich ist das... Und das ist denen hier Schnurz. So, das machen die nicht. Und kannst halt nehmen oder lassen. Ja. Das ist halt Teil der Idee dabei, weil auch diese Darstellung von Ungleichheit ist gewollt. Also die ist nicht mal Zufall, sondern die ist gewollte Darstellung. Weil es war einfach anders. Genau. Punkt. Ja. Die ist gewollte Darstellung. Was ich ganz gut fand, war gerade der Hinweis mit dem Baukasten für andere Systeme oder für andere, also für die meisten Spieler letztendlich. Und das ist ja wieder was wir auch schon öfters hatten in unserem illustren Kreis, dass wir festgestellt haben, dass man halt tatsächlich in der Zeit, nicht nur weil es nicht viel gab, im Sinne von, wir hatten nicht unbedingt immer Zugriff auf alles, aber eben halt auch dieses, wenn wir da mal Zugriff hatten, wirklich so dieses, oh, das ist spannend, wir spielen trotzdem unsere Charaktere weiter oder unser System, aber wir greifen Elemente auf. Und diese Bereitschaft, einfach auch Dinge durchzumischen, ich glaube, das ist etwas, was halt auch ein wesentlicher Teil der 80er und dann auch noch Teil der 90er waren. Dass wir einfach dieses, ich spiele das System und gucke nicht links und rechts, bei Weitem nicht so extrem hatten, sondern wirklich eher so dieses, also ich erinnere mich dran, wir hatten zwar dann auch später irgendwann eine Ars Magica-Runde, aber wir haben Teile von Ars Magica genommen und haben sie bei einer langjährigen AD&D-Kampagne mit eingebaut. Nämlich genau alles, was dieses Verwalten von Anhängern und so weiter ging, weil wir dann wirklich irgendwann mal so ein eigenes kleines Königreich im Prinzip hatten. Und da haben wir Elemente aus Ars Magica übernommen, weil das einfach, oh ja, klar, das passt, das haben wir verstanden, das kann man einfach recht leicht adaptieren und solche Sachen und dieses Mischen von Dingen und es als eher als Gedankenspiel oder Vorlage zu nehmen, das ist, glaube ich, auch was viele dieser eher kleinen oder Randsysteme aus der Zeit auch so interessant gemacht hat. Dass man eben wirklich auch mal, selbst wenn man jetzt nicht der Simulationsfan war, der Große, trotzdem sagen konnte, oh, das sieht spannend aus, da sind Elemente drin, die sind für mich wiederum interessant oder für unsere Gruppe interessant. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass diese Systeme dann eben halt auch länger auch erfolgreich waren, als man das vielleicht jetzt auf den ersten Blick erahnen würde. Also ich meine, es ist ja eben so, dass teilweise eben solche Sachen wie Bushido auch lange Zeit erhältlich waren und neu aufgelegt wurden und solche Sachen. Und dass jetzt, wenn das nur so einen kleinen Simulationistenkreis angesprochen hätte, wäre es sicherlich nicht so lange im Markt gewesen.
Und es war schon auch cool. Also das muss man schon auch sagen. Es war schon immer so, oh krass, die haben, das können die auch noch und die haben dafür eine Regel und das ist voll detailliert. Also das ist immer so ein bisschen, das waren so, das ist so, wie man halt, ja, wie man eben Leute, die wahnsinnig gut programmieren können, bewundern kann, weil die das halt total gut können und man davor steht und denkt so, wie schaffen die das? Das ist der Grenzen an Magie. Das waren halt so die richtigen Hardcore, die so, das war schon cool. Man wollte es nicht selber machen die ganze Zeit, weil es schon auch wehtut, aber es war schon auch so ein System, wo man sich verneigt hat vor so, oh, Chivalry Sorcery, das ist ja D&D, das kann ja jeder. Aber das waren die so echten Könner, also nicht so wie die Rollmaster-Spieler, die konnten einfach nur Tabellen lesen. Ja, Rollmaster war musstest einfach nur so einen Ordner haben, den du, wo du das zerschnitten hast und in Glasichtfolien gepackt hast, damit es halt beim 374. Aufblättern nicht auseinanderfiel. Mhm. Und dann war alles gut. Aber tatsächlich, vielleicht, wir hatten das letzte Mal auch, um nochmal darauf hinzuweisen, es gab kein Internet. Mhm. Ja, das heißt, wenn du dich über Japan informieren wolltest, weil du es faszinierend findest, weil du irgendeinen interessanten Samurai-Film geguckt hast und hast dir gedacht, warum macht er das jetzt nicht? Der hätte ihn einfach erschießen können. Warum schießt er nicht, ja? Was ist dieser blödsinnige Bushido-Ehrenkodex? Was soll denn das sein? Und hast dir dann dieses System gekauft und durchgelesen, dann hast du es verstanden. Also du wolltest es vielleicht nicht spielen, aber die Informationen, die da drin sind, wären ansonsten sehr schwierig zusammenzutragen gewesen. Mhm. Ja, heute klickst du irgendwie, was weiß ich, Wikipedia oder irgendwelche anderen entsprechenden Artikel an und liest das problemlos zusammen. Solche Informationen in den 80ern zusammenzutragen, war schwer. Wäre unglaublich aufwendig gewesen. Und das hat schon jemand gemacht. Ja. Und zwar mit dem Ansatz, das auch noch in ein Rollenspiel zu benutzen. Ja. Zumal auch der Buchmarkt, also selbst jetzt ohne Internet, auch der Buchmarkt war in den 80ern noch anders. Es gab ja nicht irgendwie 1000 populärwissenschaftliche Bücher über irgendwelche Kulturen oder sonst irgendwas. Da gab es vielleicht ein, zwei gängige Werke und dann vielleicht noch zwei, die eigentlich eher auf der wissenschaftlichen Seite waren. Die hat man dann in Bibliotheken ausgeliehen und gelesen. Das heißt, auch die werden in der Vorbereitung eher so auch dann anstrengendere Sachen als Quellen gelesen haben. Jan, hast du den Index vor dir? Stehen da tatsächlich irgendwelche Japaner mit drin in den in ja, gar nicht, ne? Das sind nur Amerikaner gewesen. Nee, nur Amerikaner. Ja. Ich habe nur gerade, also die Informationsdichte, das ist der Umschlag. Auf der Umschlagseite, ja, innen, ist bereits bedruckt komplett, was ist ein Spieler, was ist ein Rollenspiel, was ist ein Game Master, was muss man so machen, wie liest man die Regeln. Regeln, übrigens 1981, durch den gesamten Text hinaus wird das männliche Pronomen benutzt. Das ist in keiner Weise ein Hinweis darauf, dass es alle Player oder Characters Männer sein sollen. Im Gegenteil, we definitely encourage players of the female persuasion. Female Persuasion finde ich eine sehr geile Idee. Das ist der Index und die andere halbe Seite von dem Index haben sie bereits benutzt, um wiederum gleich sofort mit dem System anzufangen. Hier, so funktioniert DICE. Und natürlich haben sie ein Kapitel 10.3.0. Ja. Punkt. Ja, genau. Das 10.3.0.1, 10.3.0.2 und so weiter. Also wie du vorhin sagtest, ja, das heißt, von vornherein fangen sie sozusagen schon mal mit einer vierstelligen Kapitelzahl an, die dann in Nachkommastellen noch kommt. Kommt halt aus dem COSIM. Kommt aus dem COSIM. Ja, genau. Mhm. So, ja. Jungs, wir sind einmal rumgekommen und wir haben schon 10 Minuten überzogen. Und ich bin mir sicher, wir könnten da noch sehr in die Dezimalstellen gehen, wenn wir das wollen. Ja, ja. Aber da wir ja heute noch was vorhaben. Wir haben ja noch was vor, Leute. Vielen lieben Dank, Jan Schmid, erstmal für die Vorstellung. Ja, genau. Eine Ehre. Danke. Da. Jetzt. Ach, das war schon cool, oder? Ich meine, das war echt gerade ein Weg zurück. Also jetzt vielleicht alle noch mal reihum so letzte Worte zu dem Thema. Björn? Ich finde es faszinierend, weil es einfach so ein, also für mich ein sehr fremden Ansatz zu spielen war, der mir immer wieder begegnet und das, was ich spannend dran finde, jetzt mal unabhängig vom Hintergrund her, wenn man irgendwie, wie ich ja auch ein bisschen mit Soziologen im Studium zu tun hatte, mit Kulturwissenschaften ist, wie wissenschaftlich der Ansatz tatsächlich war, teilweise in diesem Form von Spielen. Also das, und das ist etwas, wo ich nachhinein betrachte, hätte ich es mal im Studium gewusst, weil da hätte ich sowas dann durchaus ranziehen können und ein Thema draus machen können. Aber da war ich dann zu sehr auf meine Hauptsysteme fokussiert und schade. Aber wirklich spannendes Thema. Also sehr schön. Dankeschön. Jan Schmid. Ja,
sehr faszinierend und ein großer Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung und zum Bushido. Tatsächlich hat es für mich deutlich an Faszination von Japan und Kampfkunst und Samurai ausgemacht, dieses System zu lesen und mich dann eben auch damit zu beschäftigen und Kampfkunst zu erlernen und sowas. Also da ist das System nicht ganz unschuldig dran. Krass, weil okay. Es eben diese Faszination, die war vorher da, aber verstärkt hat. Respekt, also das muss auch erstmal ein System können. Danke dir. Mhm. Jan? Ich habe die 5 verschiedenen Yoga-Schulen gelernt, die es gibt. Also die es damals gab, weil mittlerweile sind es garantiert mehr. Ja, ja, natürlich. Aber das war super, weil da konnte ich mit meiner Frau über Yoga sprechen. Da sagt nur einer, von Rollenspielen kann man keine Beziehungshilfen kriegen. Ja. Okay. Nein, aber der Rest gilt das, was... Also, andere schließe ich nicht meinen Vorrednern an. Also, Markus. Abschließend von mir zu der Stelle. Für mich war Bushido immer eins dieser Systeme, die ich immer mal wieder auf Conventions gesehen habe. Also das war so eines dieser seltsamen Sachen, die da rumgeschwirrt sind, wo ich es nie geschafft habe mitzuspielen, was daran lag, dass es völlig unmöglich war, in so eine Gruppe auch einzusteigen. Also ich habe immer auf Conventions versucht, auch in Sachen gerade reinzukommen, die ich nicht kannte. Einfach weil ich das total faszinierend fand. Dadurch habe ich eben auch unglaublich viele Systeme kennengelernt im Laufe der Jahre. Es war völlig unmöglich, weil Bushido gehört zu dieser Sorte Systeme. Immer wenn du es versuchst, hast A, du warst immer zu jung. Also sprich, die anderen waren alle schon mindestens 20 plus. Und das heißt, in dem Alter, von dem ich hier rede, war ich also definitiv zu jung, weil ich war mindestens 2 Jahre jünger. So, Punkt, aus Ende. Und in der Zeit waren das halt die alten Männer auf den Conventions, ja, die das gespielt haben. Und immer wenn, selbst wenn du daneben standest und hast mal so zugeguckt, das war ja durchaus auch nicht unüblich auf Conventions damals, du hast nichts verstanden. Es war völlig aussichtslos. Es war absolut aussichtslos, irgendwas zu verstehen. Manchmal habe ich mich getraut, auch noch Fragen zu stellen. Und die waren bei dieser Sorte Spielen immer gleich. Und da waren auch die Leute, die es gespielt haben, immer gleich. Du, das ist so kompliziert. Also da musst du erstmal das hier... Also lies doch erstmal folgenden Stapel Bücher. Setz dich da drüben in die Ecke. Danach können wir noch mal kurz drüber reden. Und dann schlägst du die erste Seite auf und siehst das, was du gerade beschrieben hast, Jan. Und dann gibst du das Buch auch zurück, bedankst dich und gehst was anderes machen. Das war relativ easy. Also, das hatte diesen Nimbus von boah. Ja, genau. Das war eine cool, also das war die coolen, nicht die coolen, das war die Hardcore-Gruppe. Das war Hardcore. Ja, das waren die anderen. Also, das waren... Ja, genau. Genau. Die war doch für sich. Kannte auch niemand. Mit den anderen also, ich kannte auch sonst niemand. Ja. Da hat man sich auch immer ein bisschen gefragt, wo die herkamen auf den Veranstaltungen, weil die kamen als Gruppe, die saßen da, die haben auch nur mit sich selbst gespielt. Das klingt jetzt falsch. Und sind dann einfach aber auch wieder zusammengegangen. Und das war's. Da hat man nicht kennengelernt, was sie da gemacht haben. Aber das war insofern jetzt für mich tatsächlich durchaus auch erhellend. Ich habe das Spiel selbst nicht wirklich nie gelesen. Ich hatte nur das Valley of the Mists. Und habe das tatsächlich gelesen. Und das hat mir nicht geholfen, dabei zu verstehen, was Bushido sein soll, muss ich gestehen. Das war mir so, ja, dann überlasse ich das wahrscheinlich den Könnern. So, das Heft zur Seite geschoben. Also, es war hochfaszinierend. Danke, Jan Schmid. Und danke auch euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sind jetzt schon wieder am Ende der alten Männer und den alten Spielen. Wir machen aber gleich weiter, nämlich wird der liebe Björn uns durch die Charakterschaffung für Warhammer Fantasy Roleplay First Edition führen. Yay! Und wir haben was ganz Besonderes für euch. Aufgrund der Tatsache des Fehlens eines einzelnen Jans, der Jan wird uns gleich abhanden kommen, habt ihr die Möglichkeit, für den Jan einen Charakter zu bauen. Weil wir werden einen Chat-Charakter bauen für den Jan. Das wird unsere Inge anführen. Und das heißt, ihr könnt dem Jan einen so schönen Charakter hin versaubeuteln, wie ihr wollt. Und der wird den spielen, auch wenn er streng riecht. Also von daher ist das gar nicht schlimm. Es wird wundervoll. Und mit bisschen Glück... Und ihr wisst ja auch, je nachdem, was ihr für einen Charakter macht, wenn wir dann irgendwann das mal spielen sollten... Dann wisst ihr auch, welchen Charakter ihr am tollsten findet, weil das ist natürlich der, den ihr gemacht habt. Der stinkt. Also was können, ne? Was können? Mhm.
Da reden wir noch drüber. Lol, das wird so witzig. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich bestimmt. Wir sind in maximal 10 Minuten wieder da. Vielleicht werden es auch 5. Ich glaube, die zwei Herren da müssen mal kurz Pippi. Die stehen schon so kurz auf tippeligen Füßen. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis dahin, mach's gut. Genau. Ciao. Tschüss.